Und das ist Wahnsinn! Wahnsinn! Das ist Sparta! Das wäre auch das Geilste, sie können bauen und nichts reparieren. Hätte mich zwar nicht gewundert, aber naja. Und logisch wäre es trotzdem. Ah, fuck, ich muss das Ding killen. Obwohl, das Ding eigentlich reicht bis nach unten. Das weiß ich jetzt gar nicht. Na komm. Infanterieverstärkung wird aufgestellt. Der wird ja auch gerade niedergemetzelt, ey. Von irgendwas. Wahrscheinlich von Mörser. Ja, von Mörser wahrscheinlich. Hat denn keinen Mörser bauen? Was war das denn? Egal, ich lasse einfach mal drin. Macht sich kampfbereit. Hier ist meine Verlies. Sprechen Sie. Das sind geile Teile. So. Grenadiere bereit. Die ganzen Kisten liegen überall rum. Sie so denken, ja, mitten in der Basis des Gegners. Ne, die liegen hier so verstreut liegen so rum. Ich halte es auch mal in die Hand. Oben ist auf jeden Fall einer. Es ist kein Problem hinzukommen. Einfach hingehen und irgendwie da abhauen. Wir könnten eigentlich auch mit dem Goliath da hochfahren. Was will der denn? Wir verlieren einen Sektor aus Kommando. Bomber im Anflug. Scheiße, in Deckung. Hä? Bomber? Och nee. Ja, wir schießen jetzt nichts. Ding ist hier nicht gewesen. So, ich weiß jetzt ob gar nicht, wo. Alter! Wo waren denn die ganzen Versorgungskisten? Das war total einfach, dieses Bonusziel. Hier ist auch voll einfach, aber die finden die Dinger mal. Hä? Was hier? Der Feind verliert immer mehr seine Fahrzeuge. Hier unten? Der wirft nicht. Der wirft nicht immer nur da, wenn man ihn sieht, sondern einfach mal so. Okay. So, 100 Muni. Das ist total logisch. Abwerfen einfach mitten im Feindesgebiet. Einheit ausgefallen. Warum kann ich keinen Wirbelwind machen? Nicht verfügbar. Mörser fisten. Das macht mir viel Spaß. Ich kann euch mal die 5 Rucksack abgeworfen SDs Streubomben mal zeigen. Ja, ist klar. Kann ich in mein Gebiet machen? Man muss ja näher ran. Komm her. Lol, ich kann es nicht auf Gebäude machen. Wie dumm ist das denn? Haltet durch! Wenn das Wetter schlechter wird, geben die Bomber vielleicht auf! Vielleicht, auf jeden Fall. Briten haben Schiss vom Regen. Ja, kannst du nicht verstehen, Leute. Boah, der wird jetzt noch voll gefisselt. Der gut. Boah, scheiße, hat er nicht getroffen. Ist aber auch ein Zufall, dass sie da standen. Na egal, dann mach ich halt die Artillerie nicht kaputt, sondern machen wir nur die Kisten. Aber dieser schon, der kommt hier einfach nicht vorbei, wegen meinen ganzen Feelings. Ja, die Dinger bringen es voll. Vor allem die hier, die metzeln auch ordentlich. So, hier war irgendwo so ein Ding. Da ist es. Den Abschlupf sicher ich mir mal. Und da müsst ihr vorhin auf der Karte gucken. Nur der da kann ich sehen, wo der die Teile abwirft. Also da wird nochmal ganz kurz gezeigt. Der Feind wird von Stunde zu Stunde schwächer. Oh, zwei haben wir, einer fehlt noch. Ich glaube, ich das gleich abgeworfen. Ah, komm, wir raten wird's noch. Der Feind hat eine Minus hat die Ziel, nicht gar nicht. Hat er die Jungen nicht genommen, oder? Oh, scheißegal. So, tschüss. Wird heiß, ne? Verdammt!
Sie sind überall. Ja, das ist Sommer 2010. Er ist da und schon ist er wieder weg. Der Funkverkehr nimmt keine Kontaktverbesserungen durchführen. Das ist völliger Irrsinn. Nicht mal, Wetter ist. Wischt mal die Zielvorrichtung trocken. Warum hat er jetzt so gebrüllt? Ich dachte schon, jetzt werde ich so laut zugegeben. Feindliche Einheit, Geländeverluste. Wir haben die Einheiten schon bald wieder bei voller Starabwehr, bereitet sich auf den Einsatz vor. So. 4 Minuten, 40 noch. Da kommt der Null durch, ey. Die letzte Mission ist geil. Weitere Nachschubabwürfe des Feindes gesichtet. Ah. Vorne. Da jump ich doch direkt mal hin. Ja, ich hab's gesehen. Danke. 4 Minuten habe ich Zeit dahin zu rennen. Wenn es bombt auf was an eigenen Leute. Da seht ihr, er bombt einfach irgendetwas. Oder was war einer Zufall, dass meine Truppen wir da standen? Endlich stürmt es. Die Briten sind nicht mutig genug, um bei schlechtem Wetter zu kriegen. Würde ich auch nicht machen, ey. Ich dachte schon, wir seien erledigt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mich schon mal so über einen Sturm gefreut habe. Ich meine mal, wer will schon beim Sturm fliegen, ey? Was? Warum das jetzt? Warum habe ich jetzt die Medaille nicht bekommen? Lass die sehen, eine feindliche Einheit vernichtet. Und vor allem das Ding hängt direkt hinter meiner Front, ey. Auch sehr schlau. Ich hab nur so ein Ding, dessen Motor war. Lol, wie der Dicke fliegt. Oder so, wo ist das? Hä? Wo ist? Hä? Ich seh den Schatten, aber Ding sehe ich nicht. Was ist ein Ding davon? Kontakt mit feindlichen Panzern vorbereiten. Ah, da ist das. Gott, ein Tetrack-Panzer. Oh Gott, ich hab nächste Panzerabwehr. Nee, der ist ein Tetrack. Warum hab ich die Medaille nicht bekommen? Ah, ist auch scheißegal. Ich kann mich zumindest daran erinnern, dass ich gesagt habe, ich will alle Medaillen haben. Ich hab gesagt, ich versuche es alles zu bekommen. Aber habt ihr gesehen? Irgendwie hab ich sie nicht bekommen. Ich weiß gar nicht warum. Muss ich sie vielleicht vor dem schlechten Wetter erfüllen? Das ist aber total unfair. Der Ding ist ja gerade halt ein paar Sekunden abgeworfen, da war das schlechte Wetter schon da. Und dann ist daran, weil die Briten das Ding angenommen haben. Boah, warum muss jetzt mein Antivir-Ding angehen? Boah, scheiße. Ist jetzt beschissen, jetzt komme ich nicht mal richtig ins Spiel rein. Moment. Was? Irgendein Fan will er doch wieder akzeptieren. So, warte mal. Ich muss mal Skype ausmachen. Oh fuck! Der will COA nicht mehr öffnen. Sekunde, Leute. Ich hab's. Ja, Leute, da bin ich mal wieder. Es ist so geil mit Antivirensoftware und COH. Die verstehen sich überhaupt nicht. Wenn ich mitten im Spiel mein Antivir-Ding hochgeht, dann kann ich das Spiel nicht mehr weiterspielen. Zumindest nicht, solange alle Programme offen sind. Das heißt, ich muss Fraps ausmachen, ich muss Skype ausmachen, ich muss Windows Total Commander ausmachen, ich muss mein Antivir-Ding ausmachen, damit ich das Spiel auch weitermachen kann. Das heißt, ich muss mein Spiel schon speichern, rausgehen, Fraps wieder anmachen. Und ja, weitermachen. Denn selbst mit Steuerung Alt entfernen geht das nicht richtig, wenn ich den Tastenmanager aufrufe. Ich komme nicht zurück auf Windows, weil nämlich das Spiel sofort wieder neu startet, sobald ich quasi zur Runde zurückgehen will. Das ist ja, ich bin bei Windows. Weiter geht's. Das ist so dumm ist das. Also, jetzt, nachdem ich jetzt genug gestartet habe, geht's hier endlich mal weiter. Ich glaube, ich mache noch einen vierten Teil, weil ich nicht mehr ganz hinbekomme. Ja, ist auch wieder Tattoo gegrillt. Ich würde sagen, ich mache einen vierten Teil raus, denn dann kann ich euch noch was von der nächsten Mission zeigen und ich krieg's auf jeden Fall auch ohne großartige Probleme hin, alles hier reinzustampfen. So, jetzt muss der Brandy sterben. Ja.
Mörser killen wir auch. Dass es Spaß macht. Gut, da bist du. Kack drauf, ich hab's geschafft.